Oft laufen wir über den Plaza de Lonja, der Seehandelsbörse, vorbei am Consolat del Mar. Hier, wo sich Politiker beraten, bleiben nur wenige stehen. Ein Grund, Ihnen dieses historische Gebäude einmal näher vorzustellen. Die Geschichte des Consolat del Mar geht bis ins 15. Jahrhundert zurück. Da wurde es von der Händlervereinigung in Auftrag gegeben. Ein Teil des Gebäudes wurde deshalb auch zum Hauptsitz der Vereinigung. Hier fand auch ein Markt, besser gesagt eine Warenbörse statt. Durch die Porta Vella de Moll schreitet man noch heute vorbei an den Gärten, die Ende des 19. Jahrhunderts angelegt wurden über die Grenze, die die Stadtmauern vom Almudaina-Palast bis hin zur Bastion San Pere zogen. In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts wurde das Gebäude des Konsulats renoviert, ein längst fälliges Vorhaben. 1980 überließ die spanische Regierung das Gebäude dem Generalrat der Balearen. Er sollte sich hier im Sinne des 1978 erklärten Autonomiestatus etablieren. 1983 wurde er offiziell anerkannt und es gab die ersten Wahlen, die dem Organismus Leben einhauchen sollten. Am 31. März des gleichen Jahres wurde im Consulat de Mar das erste Inselparlament gegründet. Nur wenige Tage später trat der erste autonome Balearenpräsident sein Amt an und formte seine Regierung. Immer mit Blick auf den Paseo Sagrera, den Hafen und das Meer. Und daher hat das Konsulat auch seinen Namen.